Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das sich da nennt Sherlock Holmes und die Spur der Erwachten. Ja, wir sind jetzt bei dem zweiten Spiel aus diesem großen Sammelcontainer von, ich glaube, sieben Spielen über Sherlock Holmes und seinen Abenteuern. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ganz speziell, dass du dabei bist. Wir werden ein neues Spiel starten. Ihr seht schon, es gibt ein Fortsetzen. Das liegt daran, dass ich einfach mal ein paar Teststarts gemacht habe, um ein wenig an der Grafik und dem Sound herumzuschrauben, ob das ungefähr passt. Ich denke mal, jetzt sollte es ungefähr gehen. Wenn nicht, quengelt und beschwert euch. Wir starten ein neues Spiel und genießen das schöne Intro. Und zwar jetzt. Naja. Da dauert es so ein bisschen. Geh weg, du Schwein! Verschwinde! Oder du wirst bluten! These all came from the swamps. Could be total contraband. Holmes! Helfen Sie mir! Do not fight the calling! Blut! Ich bitte Sie, Holmes! Bedang! Reim! Ihr Blut! Nein, nein, das kann nicht sein. Es kann nicht so enden. Schon wieder plagt mich dieser Albtraum. Er lässt mich nicht vergessen. Wie hat das alles angefangen? Tja, wie hat das alles angefangen? Ich wüsste das auch ganz gerne, aber über... Oh, Frogwares präsentiert. Über das Intro und die ersten Texte bin ich selber noch nicht hinausgekommen. Von daher Sherlock Holmes, ein neues Abenteuer. Ach, ich genieße das immer, wenn wir hier so durch die kleinen Gassen von London fliegen. Die Spur der Erwachten, unser neues Abenteuer, das wartet auf uns. Das wird... uns die nächste Zeit beschäftigen. Zwei Jahre zuvor, London, 6. September 1894. Das heißt, unser guter Dr. Watson ist aufgewacht 1896. Und bis dahin wird ihn das Ganze hier wohl plagen, was wir jetzt erleben werden. Bin mal gespannt. Da ist er schon. Der läuft da. Baker Street 221B, die Heimat von Watson und Holmes. Und hier haben wir auch unseren guten Dr. Holmes. Nein, Sherlock Holmes. Mr. Holmes und natürlich. Guten Morgen, Holmes. Sieht nach einem typischen Tag in London aus. Nebel am Morgen, Nebel am Nachmittag. Und jetzt die Überraschung: Nebel am Abend. Guten Morgen, Watson. Können Sie sich das vorstellen? Ich bin seit 5 Uhr auf den Beinen und meine Patientenliste für heute scheint nicht kürzer zu werden. Und was noch unerträglicher ist, ich konnte noch nicht einmal einen Blick in die Morgenzeitung werfen. Man sagt, der Minister wird angeblich... Holmes, was ist los? Sie hören mir ja gar nicht zu. Das ist die Langeweile, mein lieber Watson. Das Leben ist gewöhnlich, die Zeitung ist leblos, jede Spur von Kühnheit und ich würde sogar sagen, Romantik ist aus der Welt des Verbrechens verschwunden. Das geht vorüber, Holmes. Sie wissen doch ganz genau, dass sich früher oder später ein außerordentlicher Zwischenfall in London oder in der Nähe ereignen wird, der unbedingt die Fähigkeiten des Sherlock Holmes erfordert. Dann hängt es von Ihrem beweglichen Geist ab, die Dinge zurechtzurücken, was Ihren ständigen Bedarf an mentaler Gymnastik decken sollte. Ihr Wort in Gottes Ohr, Watson. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich muss jetzt gehen, Holmes. Ich habe einen Termin mit einem recht ekelhaften Mann, Captain Stenwick. Er ist offenbar in einem furchtbaren Zustand und der Tachykardie nahe wegen eines Problems mit seinem Diener. Machen Sie doch einen flotten Spaziergang, Holmes. Kaufen Sie sich vielleicht eine Zeitung. Oder besuchen Sie diesen Barnes in der Glentworth Street. Erinnern Sie sich an ihn? Den Buchhändler. Er hat ein paar neue Bücher von der Sorte, die Ihren Geist eine Weile beschäftigen sollten.
Ja, das Leid des guten Sherlock Holmes, ich will ihn immer Doktor nennen, warum auch immer. Der gute Sherlock Holmes. Und hier will ich es auch wieder ausprobieren. Es gibt nämlich diese schöne Funktion. Oh, ja, genau das wollte ich. Wir können in die 3D-Sicht wechseln. Oh, herrlich. Und ich hoffe, es gibt auch ein paar kleine Passagen, die wir so spielen müssen. So einfach, dass es sich lohnt, dass es beides gibt. Oh, und so kann man auch besser die schönen Bilder anschauen. Wisst ihr was? Ich kann mir nicht helfen, aber der nette Mensch, der gerade die linke Hand erhoben hat, der Mann da, der erinnert mich irgendwie immer an einen der ersten Doktoren von Doctor Who. Für die Leute, die das Ganze kennen. Wie auch immer. Sieht aus wie ein muslimischer Bazar. London Tower. Ist das? Ich kann es nicht sagen, ich kann ihn nicht erkennen. Aber das ist schön. Und irgendwie gefällt mir das Bild hier. Erzählt mir, was ihr wollt. Ich finde es, auch wenn es so ein bisschen so eine Art melancholischen, traurigen, sterbenden Eindruck hinterlässt. Ja, mir gefällt's. Wie auch immer. Wir sind hier natürlich hier, um dieses Abenteuer im üblichen Point-and-Click-Modus zu erleben. Hauptsächlich. Und werden uns hier ein wenig durch die Gegend hangeln. Wenn wir denn da auf dem Tisch liegen. Streichhölzer. Na klar, ein Raucher braucht Streichhölzer. In der Zukunft irgendwann Feuerzeuge, aber Pfeifen kriegst du nicht mit Feuerzeugen an. Jedenfalls nicht gut. Habe ich mir sagen lassen. Und vom logischen Aufblicken ergibt die Aussage auch Sinn. Oh, gibt es hier noch was Neues, was wir machen können? Apropos, ab jetzt ist es für mich tatsächlich auch neu. Bis jetzt habe ich mehr als diesen Raum noch nicht gesehen. Und damit betrete ich quasi schon komplettes Neuland für dieses Let's Play. Guckt ja das Bild hier nochmal. Also eine Unterversorgung an diesem Bild gibt es hier nicht. Muss ja auch nicht. Ich meine, ist doch gar nicht so hässlich. Aber das andere gefällt mir tatsächlich besser. Was hat er gesagt? Wir sollen uns eine Zeitung besorgen und ein paar Bücher. Zumindest war das die Aufgabenstellung, die uns der gute Dr. Watson, nicht Dr. Holmes, Dr. Watson hinterlassen hat. Mein Gott, wie oft werde ich den Fehler noch machen heute? Oder überhaupt? Sei es drum. Strand! Strand! Kaufen Sie den Strand! Na, okay, der hat eine Zeitung. Das nehmen wir doch gerne mal in Kauf. Hallo, mein Bursche. Ich hätte gerne einen Strand. Princess Strand! Strand! Kaufen Sie den Strand! Und, mein junger Freund, was gibt es Neues? Nichts von Interesse für den großen Detektiv, Sir. Diese alten Wichtigtuer besetzen halb London mit ihrem großen wissenschaftlichen Theater. Und irgendeine skandinavische Prinzessin macht die Einheimischen verrückt vor Neugier. Ein Mitglied des skandinavischen Königshauses ist in London? Wenn du und die anderen Jungs mit euren scharfen Augen mehr über ihren Besuch herausfinden könnt, habe ich ein paar Münzen für eure Taschen hier. Claro, Mr. Holmes. Wenn es was herauszufinden gibt, dann erfahren es die Ordnungswidrigen. Ich sage den Jungs Bescheid. Ich muss meine Informanten in Form halten. Okay, interessanterweise schickt er jetzt gleich den Jungen los, der die Zeitung nicht mehr verkauft. Großartig. Warum sollte man noch einem Job nachgehen? Okay, der Strand. 6. September 1894. Interessant, das Datum kennen wir schon. Himmelsphänomen. Gestern fand eine Akademie der Wissenschaften ein prächtiges Dinner für die werten Mitglieder der Wissenschaftsgemeinde statt. Wichtigste Person bei diesem Fest war der Astronom Dee Sullivan. Dieser brillante Wissenschaftler schockierte die Welt seiner Kollegen und sogar Konkurrenten vom Festland mit seiner Entdeckung einer bevorstehenden seltenen Konstellation von 7 Sternen. Sullivan hat errechnet, dass dieses Ereignis im Dezember irgendwann in den nächsten Wochen stattfinden wird. Dezember, nächsten Wochen, wir haben September, also sagen wir mal 12 bis 16 Wochen ungefähr in dem Zeitraum.
Diese einzigartige Konstellation, wie man es in astronomischen Fachkreisen nennt, wird ein menschliches Auge kaum wahrnehmen können. Eine spezielle Ausrüstung, die nur an der Akademie verfügbar ist, wird für die detaillierte Beobachtung notwendig sein. Und selbst mit dieser Ausrüstung müsste die Sichtbedingungen schon recht gut sein, bemerkte Professor Sullivan. Vergnügt fügte er hinzu, dass dieses Ereignis ein unerwarteter Höhepunkt für erfahrene Sterngucker sein wird. Denn die Konstellation macht einen achten Stern sichtbar, der normalerweise von seinen Nachbarn verdeckt wird und dessen Existenz daher nie zuvor eindeutig bestätigt werden konnte. Es war wohl die Ankündigung, dass Formelhaut, wie der Stern im alten Texten genannt wird, vielleicht endlich gesichtet werden kann, die die Zuhörerschaft in Bewunderungsschreien veranlasste. Oder es war der in diesem Moment hereingebrachte Nachtisch. Boah, ich würde sagen, beides hätte mich zum Bewunderungsschreien hervorgezaubert. Zum Beispiel lecker Nachtisch. Aber das finde ich echt klasse. Und Stern entdeckt. Das kommt nicht alle Tage vor. Vielleicht, oder nicht mehr. Seltsames Verschwinden. Der Besuch der schwedischen Prinzessin Ildur wird als ein weiteres unglückliches Ereignis in einer ganzen Reihe von Missgeschicken der skandalumwitterten Prinzessin in Erinnerung bleiben. Wir können nur hoffen, dass die Beziehungen zwischen unseren Ländern nicht leiden. Einer der schlimmsten Vorfälle war die Angelegenheit mit dem Schokoladenalk, an die der geneigte Leser sich erinnern wird. Da bin ich mal gespannt, was das war. Sie führte zur Entlassung des Außenministers. Weiterhin wurde die britische Diplomatie durch das merkwürdige Verschwinden des Leibwächters der skandinavischen Prinzessin in Verlegenheit gebracht. Der Angehörige ihres engsten Kreises besichtigte unsere schöne Stadt während seiner Freizeit und kam von seinem letzten Spaziergang nicht zurück. Die Polizei setzt große Hoffnungen auf ihre Nachforschungen, denn der Mann ist ein typischer Vertreter der skandinavischen Rasse und sollte bei seinen Touren durch die Nachtclubs der Stadt und Konventgarten aufgefallen sein. Okay. Von uns gegangen. Mit großer Trauer verkündigen wir das Northern Lighthouse Board den Verlust seines treuen Angestellten Matthias Fernston. Er erlitt einen unglücklichen Unfall. Mr. Fernston war während der letzten 23 Jahre Sicherheitswächter im Leuchtturm und sein Tod kam für alle, die ihn kannten, unerwartet. Traditionell wird die Stellung innerhalb seiner Familie weitergegeben und sein Neffe Bart, der kürzlich aus Indien zurückkam, übernimmt nun die Verantwortung für den Leuchtturm. Lichtturm, ja genau. Wir verabschieden uns von Matthias, übersenden seiner Familie unser Beileid und wünschen dem jungen Bart alles Gute. Seltsamer Meeresbewohner. Vorgestern benachrichtigte ein Schlepperfahrer die Schiffswacht über das Auftauchen einer merkwürdigen Qualle, die in der Themse trieb. Die Schiffswacht durchsuchte das tiefe Wasser und zu ihrem Entsetzen zeigte sich etwas, das wie menschliche Kopfhaut aussah. Kurz darauf stellte es sich als Perücke heraus, hellrot gefärbt. Laut einem Etikett an der Innenseite Eigentum eines bekannten örtlichen Theaterensembles. Leider scheint es diesem Ensemble nicht besonders gut zu gehen, sein Ruf wurde immer schlechter und die Schauspieler haben angefangen zu trinken. Etwas zu lachen. Ein Mann kommt in eine Metzgerei.
Der Besitzer, ein Mann fortgeschrittenen Alters, schneidet gerade eine Scheibe Rindfleisch ab. Der Kunde sieht überrascht, dass der Metzger einige Finger seiner linken Hand fehlen. Der Metzger bemerkt den entsetzten Blick des Kunden und sagt mit zittriger Stimme, ja, sehen Sie nur, ich stecke immer ein wenig von mir selbst in meine Arbeit, aber mit zunehmendem Alter fehlen mir immer mehr die Fingerfertigkeiten dafür. Ja, vielleicht schlecht vorgelesen, aber den finde ich nicht so witzig. Dr. Alaktosis. Laktosis? Laktose? Okay, Dr. Alaktosis, Lakritzesaft, Superkaugummi. Kennen Sie das? Ihre Frau ist mit dem Kutscher aus der Nachbarschaft abgehauen. Ihr 8-jähriger Kanarienvogel ist gerade gestorben und sogar die Pflanzen gehen ein, wenn sie in ihre Nähe kommen. Ja, all dies sind Anzeichen für schlimmen Mundgeruch. Allein auch bekannt als Stinkatem. Was tun, um die gesunden Freuden des Jugendgesellenlebens wieder zu genießen, ohne künftig das Geld für Pferdewetten sparen zu müssen? Dr. Alaktosis, patentierter Supersaft-Kaugummi, ist Ihre Hoffnung auf ein besseres Leben. Durch eine geheime Zusammensetzung aus Lakritze, Melasse und Saft aus japanischer Fichte, Slavicoteus entreractus, lagert sich das Gummi an den Zähnen an, hält den Mund gut geschlossen, filtert den Atem und vermittelt ein gutes Aroma. Vergessen Sie das unhöfliche Gekicher. Dank Supersaft besitzen Sie ein einnehmendes Lächeln. Ein Schilling für 3 Schachteln. Supersaft, finden Sie Ihr Lächeln. Okay, das ist also die erste Werbung, die ich jetzt gesehen habe. Dreister Diebstahl. Von unserem Reporter auf dem Festland. Letzte Woche räumten dreiste Einbrecher mehrere bekannte Hotels und Privathäuser um Paris aus. Die Identität des Opfer und die Art der gestohlenen Schmucksachen werden von den örtlichen Behörden geheim gehalten. Doch jeder hier weiß, dass die Opfer zur Elite gehören und dass der Wert der gestohlenen Dinge enorm ist. Der Diener derjenigen, die es mit am schlimmsten traf und deren berühmten Namen wir nicht nennen dürfen, ließ ein recht seltsames Detail des Raubzuges verlauten. Es scheint, der Dieb hinterließ eine geheimnisvolle Visitenkarte nur mit dem Anfangsbuchstaben AL. Am Ort der entwendeten Edelsteine ein frecher Kerl. Die Pariser Behörden geben keine weiteren Einzelheiten heraus, aber wir werden unsere eigenen Quellen nachgehen, um noch mehr über diese bemerkenswerten Verbrecher herauszufinden. Fortsetzung folgt. Das ist doch der Doktor, oder? Hier, der Alaktosis. AL. Ja, oder aber, vielleicht ist das schon der erste Hinweis auf einen weiteren Fall, den wir später mal spielen werden. Sherlock Holmes jagt Arsène Lupin. Wer weiß. Mal sehen. Aber das ist kein Abenteuer für heute. Oder für dieses Let's Play. Für die Spur der Erwachten. Bin ich mir fast sicher. Okay. Das war spannend. Wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. Denn wir wollten eigentlich nicht nur die Zeitung haben. Die haben wir jetzt auch gelesen. Wir wollten auch noch in die Bücherei. Dampfwolken. Die aus den Kanälen aufsteigen. Hallo, Herr Polizist. Na, wirst du wohl mit ihm reden? Entschuldigen Sie, ich suche die Buchhandlung Barnes. Kennen Sie die zufällig? Die kenne ich, Mr. Holmes, gut sogar. Die Buchhandlung ist in der Glentworth Street. Erste Straße rechts, nächste links, da ist sie dann schon. Alles klar, erste Straße rechts, dann links. Also hat er gesagt, erste Straße links und dann müssten wir hier rein. Denn hier wollte er uns nicht hinschicken, vielleicht ist hier trotzdem schon mal was, was irgendwie interessant ist. Ihr kennt das ja, man wird in eine Richtung geschickt und man läuft grundsätzlich in die andere, einfach um zu sehen, was da ist.
Sollte man natürlich nicht machen, wenn es heißt, sicherer Weg ist links, tödlicher Weg ist rechts. Man muss ja nicht immer ausprobieren, wenn man den tödlichen Weg gehen will. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst da drüben hin? Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay, dann eben nicht. Sondern aber eigenmächtig die Richtung geändert hat, macht man doch nicht. Sherlock. Sieh mal an, da geht's rein. Ohne Tür. Ich habe keinen Grund, dorthin zu. Das kann ich nicht gebrauchen. Okay. Eine Leiter oder sowas. Gut, dann nicht. So, dann haben wir hier das auch gesehen. Auch wenn es uns leider nichts bringt. Na, junger Mann, kann man... Man kann also nicht auf einen kleinen Plausch hier Halt machen. Auch die beiden wollen nicht mit uns reden. Na, großartig. Vielleicht auch... Ne, auch nicht von der Seite. Was auch immer. Sag mal, was ist denn da los? Diese unsympathischen Menschen wollen alle nicht mit uns reden. Doch, da will jemand reden. Sprich, Blumenmädchen, sprich. Schönen Gruß, Miss Fleming. Guten Tag, Mr. Holmes. Okay, dann reicht das wohl. ja, na gut. Man könnte auch ein paar Worte mehr wechseln, aber ich glaube, das wäre dann einfach zu viel des Guten. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Nein? Aber hat er nicht gesagt, zuerst rechts und dann links? Das wäre dann hier. Wir wollen zu Barnes Bookseller. Ja, zu dem wollten wir. Dann schauen wir doch mal rein. Guten Morgen, Mr. Holmes. Wie geht es Ihnen? Ich habe einige neue Bücher, die Sie interessieren dürften. Ein hübsches, illustriertes Werk über Fische. Und eine Sammlung von Piratenlegenden. Sie müssen hier irgendwo sein. Na, das wollte ich hören. Irgendwo ist gut. Da vielleicht. Anscheinend eine Spur von einem Lederschuh. Ist jemand hier gestürzt? Was fragst du mich? Frag doch den da. Aber jetzt kann man es ja nicht mal anschauen. Na gut. Ich frage mich, welche Bücher er für uns hat. Es hieß ja irgendwas mit. Diese Blumen brauchen Wasser. Übrigens, Barnes, bevor sie ein Unglück ereilt, ich bin recht sicher, dass Miss Fleming, die Blumenverkäuferin, Pralinen einem gebrochenen Knochen vorziehen würde. Aber woher können Sie wissen, dass... Schließlich hat sie selbst sie... Ich meine, ich habe niemanden davon erzählt. Außer Dr. Watson heißt das. Oh, jetzt verstehe ich, wie das läuft. Ganz und gar nicht. Watson würde niemals seine berufliche Schweigepflicht brechen. Er hat allerdings ihr ausgezeichnetes Geschäft und ihre Neuerscheinungen erwähnt. Da ich seine Ansichten zu klassischer Literatur kenne, bezweifle ich, dass es für ihn irgendeine Veranlassung gäbe, ihren Laden zu betreten, wenn es nicht um seinen Beruf ginge. Was könnte einen Mann ihres Alters und ihrer Position ausreichend quälen, um die Dienste eines Arztes in Anspruch zu nehmen? Ich habe Spuren von Schuhleder auf der Trittleiter bemerkt und daraus gefolgert, dass sie zweifellos das Gleichgewicht verloren haben, gestürzt sind und sich wahrscheinlich eine üble Verstauchung zugezogen haben. Was die Blumen angeht, sie ließen sie absichtlich vertrocknen und dort stehen, wo alle Welt den traurigen Anblick sehen konnte. Zweifellos in der Hoffnung, dass die Lieferantin es bemerken und sich herbemühen würde, um sie zu ersetzen. Außerdem kenne ich Miss Fleming als stattliche Frau, wie es typisch ist für die Skandinavierinnen. Ich bemerkte, dass sie wahrscheinlich Schuhe mit hohen Absätzen tragen würden, damit sie und Miss Fleming, sollte sie kommen, sich Auge in Auge gegenüberstehen würden. Leider ist das Herumklettern auf Leitern und Ähnlichem in solchen Schuhen eine riskante Unternehmung, nicht wahr? Das ist es in der Tat, Mr. Holmes. Glauben Sie mir, Barnes. Versuchen Sie es beim nächsten Mal mit Pralinen. Und außerdem braucht es etwas mehr als hohe Schuhe, um die richtige Seelenverwandte zu finden. Meinen Sie nicht? Ja, der Eheberater Dr. Holmes... Wieso sage ich schon wieder Doktor? Also ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen. Er ist kein Doktor, der andere ist der Doktor. Ah,
Das Piratenbuch. Ein Piratenbuch. Ja, richtig. Das hat er erwähnt. Ein Piratenbuch. Und ich glaube, irgendwas mit Fischen, oder? Ich glaube schon. Der vorgab, der Leibhaber seines Schwagers zu sein. Wir beschließen nun, diesen Captain. Der vorgab, der Liebhaber seines Schwagers zu sein. Wir beschließen nun dieses Kapitel über die Mannschaft berühmter Piraten mit dem schrecklichsten von allen, dem gefürchteten High McGrinty. Wie zuvor hat eine Seefahrermannschaft so viele abscheuliche und blutige Untaten auf ihre Seele geladen wie McGrinty und seine Haie. Die Liste ihrer Gräueltaten würde mehrere Bände füllen. McGrinty selbst wird von den Experten als Bösewicht und Psychopath betrachtet, aber wenn seine Fähigkeiten als Seefahrer und Anführer, auch wenn seine Fähigkeiten als Seefahrer und Anführer unübertroffen waren. Dass es in der Schlacht keine Gefangenen machte, ist gut dokumentiert, genau wie seine Angewohnheit, die unglücklichen Überlebenden entweder aufzuschlitzen oder sie langsam zu verstümmeln. Bekannt ist auch seine unnatürliche Neigung zu toten Geistlichen, die von zahlreichen Zeugen bestätigt wurde. Ein Mann mit gottlosen Vorlieben und die Menschheit verachten. In letzter Zeit nahm das Interesse der Öffentlichkeit an seiner Person und seinem furchtbaren Ruf immer weiter ab und jüngere Generationen werden McGrinty nur noch aus den romantischen Geschichten über seinen berüchtigten verlorenen Schatz kennen. Diese Geschichten haben einen Hintergrund. McGrintys Schatz wird in den Aufzeichnungen der königlichen Marine als einer der wertvollsten seiner Art eingeschätzt. Gold, kostbare Steine, Juwelen und Kunstgegenstände sind nur ein paar der Reichtümer, die von diesem Piratenfürsten und seiner Mannschaft aus eroberten Schiffen gestohlen wurde. Das größte Geheimnis ist sicher das Lager dieser legendären Beute. In all den langen Jahren tauchte nicht der kleinste Hinweis auf. Keine Goldmünze, keine Kleiderfetzen. Die Geschichte erzählt uns nur wenig über den Schatz, seine finsteren Kapitän und seine Mannschaft. Es gibt einen Bericht, der auf das Versteck von McGrintys verlorenen Reichtümern hinweist, aber der ist leider von zweifelhafter Herkunft. Im November 1801 wurde die Mannschaft eines Fischerbootes nahe der Westküste von Schottland Zeuge eines Kampfes zwischen Piraten und einem anderen Schiff. McGrinty siegte und enterte das eroberte Schiff. Es war beladen mit Rum und Melasse aus der neuen Welt. Die Fischer beobachteten, wie die Piraten anschließend zurück ins Küstengewässer segelten. Voller Angst fuhren sie noch so rasch wie möglich aufs Meer hinaus. Von diesem Tag an hörte man nur noch selten von McGrinty und seinen Haien. Außerdem gibt es ausländische Geschichten über das Erscheinen des Teufels, der sein Recht auf McGrintys Schiff, die Vampir, fordert und es in ein Geisterschiff verwandelt. McGrinty und seine Mannschaft wurden nie mehr gesehen, aber es gibt Leute, die schwören, das gespenstische Vampirschiff gesehen zu haben. Unter dem Kommando von Untoten. Im Laufe der Zeit liefen noch unglaublichere Gerüchte um, die hier nicht erwähnt werden müssen. Die einzige glaubwürdige Aufzeichnung über McGrintys Versteck stammt von einem angeblichen Mannschaftsmitglied der Vampir. Der Mann wurde während eines der letzten bekannten Gefechte McGrintys mit der königlichen Marine gefangen genommen. Leider entkam McGrinty, sein Schiff und der Rest der Mannschaft wieder einmal ins Nirgendwo. Der Gefangene fürchtete um seine Haut und versprach dem Captain
von McGrintys Versteck an der schottischen Küste zu erzählen. Er sprach von Tunneln, verborgenen Eingängen von See und Land aus und wie man sie erreichen konnte. Den Anwesenden zufolge sagte er dies: Aus der Mitte von drei spuckenden Mündern, 30 Schritt Richtung Widder. Mehr wollte er nicht sagen, solange man ihm nicht sofortige, sichere Überfahrt zum nächsten Hafen sowie die Freilassung zusichern würde. Diese Forderungen kosteten ihn den Kopf. Seinen letzten Worte wurden kaum Glauben gezollt. Es waren bloß Lügen, um das Leben eines verzweifelten Verbrechers vor der letzten Gerechtigkeit zu retten. Und das ist auch die letzte Seite erstmal. Und für diese Folge wird es erstmal reichen müssen. In der nächsten Folge schauen wir noch nach dem zweiten Buch. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.